Willkommen zurück zum Nachmittagspanel Gamification, Theater in der neuen Spielewelt. Heute früh, als wir loslegten, hat Dirk von Gehlen gesagt, wir müssten an der flüssigen Form des Werkes arbeiten. Tatsächlich passiert das im Theater schon. Es passiert in einigen Formen des Theaters, nämlich in einem Theater, das ich selbst auch unlängst Game-Theater genannt habe. Theater, das sich explizit auf Computerspiele bezieht, das Computerspiele aneignet, um neue Formen von Interaktion auf der Bühne zu realisieren. Die Computerspiele haben ja einen gewissen Weg hinter sich, bevor sie hier im Theater, in den etablierten Medien der Hochkultur angekommen sind. In den 70er Jahren war das eigentlich noch so eine Sache für die Ingenieure, geboren aus den Laboren der Ingenieure. Sie erinnern sich vielleicht an Pong, dieses Bildschirmtennis, das haben wir vor 2 Jahren alle noch mal gesehen bei Winge Müller, als die ihr Theaterstück hier Johann Gabriel Borgmann zeigt, nicht? Und der Erhard dort im Kinderzimmer dieses alte Tennis spielte. So war das also in den 70ern, als das begann. In den 80ern sind die Spiele eingedrungen in die Haushalte durch die Home-PCs. C64 sagt vielen was, Amiga, ostdeutsche Kinder, wenn sie denn in reiche Familien geboren waren, die hatten den KC85. In den 90ern haben sich die Game Studies etabliert, zunächst in den USA und in Skandinavien. Das heißt, an den Universitäten eigene Forschungsbereiche, die lange gekämpft haben, sich abzugrenzen von den Literaturwissenschaften, um zu sagen, nee, Spiele, selbst wenn sie so Adventure-Spiele sind, sind nicht einfach nur wie Romane, sind nicht einfach nur eine sinngebende Struktur, die wir nachher als eine Geschichte irgendwie parat nach Hause tragen können, sondern Spiele sind eine ganz neue Form von Erfahrung. Die Game Studies sind längst etabliert. In den Nullerjahren sind die Spiele rausgetreten aus den Nischen der Akademien und aus den Nischen der Kinderzimmer hinein, eigentlich ins Zentrum des Feuilletons. Und inzwischen treten dann Leute wie Jane McGonigal auf, die sagen, Spiele machen uns klüger, Spiele können die Welt verbessern, Spiele werden das Zentrale des Positiv des 21. Jahrhunderts sein. Wie weit diese Entwicklung für uns schon fasslich ist, wollen wir auf diesem Panel diskutieren. Wir wollen aber auch diskutieren, wie weit es auf das Theater zurückstrahlt. Ich bin froh, hier oben 4 Experten zu dem Thema begrüßen zu können. Zunächst mal den Feuerwehrmann Christian Huberts. Christian Huberts, wir hatten ursprünglich Linda Breitloch eingeladen als Vertreterin der Game Studies und Jurymitglied im Deutschen Computerspielpreis. Und nun mussten wir leider erleben, dass es sowas wie Viren auch im realen Leben gibt. Und Linda Breitloch ist also von einer Grippe erfasst worden. Und das haben wir Freitagnacht erst mitbekommen. Ihr Kollege Christian Huberts hat sich bereit erklärt, auch weil er hier in Berlin ist, kurzfristig zu kommen und zu sagen, ich halte die Fahne der Game Studies hoch. Ja, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Eine These, die er unlängst in einem Essay vertreten hat, ist, wenn wir uns Spiele anschauen, dann reicht Beobachtung nicht aus. Wir müssen die Erfahrung selbst machen. Wir brauchen eine körperliche Forschungsästhetik der Spiele. Das ist die These von Christian Huberts. Eine solche physische Erfahrung haben uns im letzten Jahr 2 Theatermacher, die neben ihm sitzen, ermöglicht. Am Theater Freiburg lief das 24-Stunden-Spiel Regiodrom. Eine kolossale Wirtschaftssimulation, ein Dorf eigens gebaut, um uns auf dolose Wege des Finanzwesens zu führen und auch auf vielleicht seriöse Wege des Finanzwesens. Wir werden gleich befragen, wie das eigentlich da genau ablief. Von Hause aus ist Klaus Gehre im dunklen Dress der Theaterregisseur, aktiv am Schauspiel Frankfurt, am Theater Freiburg, auch am Theater Vorpommern. Er hat Hollywood-Filme für die Bühne adaptiert, zuletzt Surrogates in Greifswald. Er arbeitet viel mit Miniaturarbeiten, Puppenspiel, virtuellen Übersetzungen von realem Theatergeschehen. Immer wieder Spiel zwischen Schauspiel und Video prägt seine Arbeiten. Für Regiodrom ist er eigentlich erstmals mit einem Game Designer zusammengekommen. Und dieser Game Designer sitzt zu seiner Rechten, Lev Ledit aus Wien. Eigentlich ein Mann, der Computerspiele programmiert. Anders als wer gestern bei der Abendveranstaltung war, da hatten wir ja so ein bisschen das Blockbuster-Genre mit Crytek. Aber da haben ja schon Leute gesagt, na, es gibt ja auch die Independent-Szene. Es gibt ja Leute, die an ganz anderen Spielen arbeiten, als jetzt nur an diesem Shooter. Ja, das, was ihr uns jetzt hier wieder
kitschhafter Weise eigentlich verkaufen wollte, als das, was Computerspiele ausmacht. Also sowas macht Left 4 Dead nicht. Er hat zum Beispiel Papermint geschaffen, eigentlich auch eine offene Welt, eine soziale Welt, vielleicht vage würde man sie vergleichen können mit dem Second Life. Er hat jetzt aktuell ein Projekt in Arbeit für Facebook, Generierung automatischer Comics, also eher in so experimentelleren Formen entwickelt er sein Game Design. Und der vierte in unserem Bunde, Friedrich Kirschner, von Hause aus Professor für digitale Medien im Computerspiel, sitzt aber hier schon verdächtig verkleidet mit dem Kittel des Ingenieurs, vielleicht noch an frühe Pong-Zeiten erinnert, vielleicht sahen sie so aus, die das programmiert haben. Für uns hat hier Friedrich auf der Konferenz mit seiner Gesellschaft für Kulturoptimismus die Spiele, die draußen den ganzen Tag über liefen, programmiert, sodass wir ein bisschen praktischen Input kriegen und erstmal verstehen, was heißt denn das eigentlich zu spielen? Wir sind doch hier eigentlich für Diskurs gekommen. Friedrich, wie viele Leute haben denn mitgemacht und wie erfolgreich waren eure Spiele da draußen? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann und dass wir das heute hier machen durften. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind gerade noch mit der Datenanalyse beschäftigt. Also wir erwarten da genaue Zahlen wahrscheinlich so in ungefähr einem Monat. Aber ich habe hier schon mal was mitgebracht. Ich kann das vielleicht kurz aufbrechen und hier so runterlaufen. Und hoffentlich fiept es dann nicht, wenn ich vor die Box stehe. Aber es haben ungefähr so viele Leute mitgemacht. So, und dann merkt man aber auch, wir haben das versucht mal so ein bisschen haptisch zu machen mit dem Punkte aufzählen, auch einfach, weil wir dachten, das ist das System, auf das wir uns am meisten verlassen können, wenn es stressig wird. Und man sieht dann sehr schön visualisiert auch, wie die Leute mitgemacht haben. Und zwar, die meisten haben das, was wir hier mit Hashtag Follow geschrieben haben, das war das niederschwelligste Spiel. Dann hatten wir hier eine Gruppe von Menschen, die relativ früh angefangen hat mitzuspielen, eine Person schon gestern. Das hat ein bisschen weniger Punkte gegeben wie alle anderen. Und die meisten anderen, die relativ früh eingestiegen sind, die haben sich auch sehr intensiv mit diesem Spiel befasst. Das ist quasi so Live-Datenanalyse jetzt hier. Habe ich noch nie gemacht. Genau, in dieser Gruppe, die hier ist, sehen wir, da haben sich die Leute so mittelmäßig damit beschäftigt, aber auch sehr, sehr viele Leute, die einfach nur so Hallo gesagt haben und irgendwie mit dabei sein wollten. Genau. Und dann haben wir hier eine Person, die so richtig nochmal ein bisschen rausragt, die sich sehr, sehr stark damit beschäftigt hat. Damit wir einen kurzen Eindruck bekommen, es gab Miniaturspiele wie zum Beispiel den Adorno-Porno. Was war denn der Adorno-Porno? Der Adorno-Porno, wir sind ja die Gesellschaft für Kulturoptimismus. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Kultur auch Spaß machen kann und soll und dass man da genauso viel Inhalt transportieren kann, wenn man Spaß dabei hat, wie wenn man sich irgendwie ärgert und aufregt und irgendwie sich fragt, wieso ist man eigentlich hier. Und Adorno ist da natürlich ein wunderbarer Mitstreiter, der uns diesen Diskursbogen ja erst eröffnet. Und um den mit in die Diskussion einfließen zu lassen, haben wir uns gedacht, wäre es doch nett, wenn wir das im Internet sehr beliebte Hashtag NSFW, Not Safe for Work, hier auch mit einbauen. Also uns ging es auch ganz viel darum, die Kultur, die es im Internet gibt, die dort gewachsen ist, die sich dort jeden Tag neu verändert, die hier irgendwie auch auftreten zu lassen, abseits von, ich habe mal getwittert oder ich habe mal auf Facebook was gepostet. Und das war dann unsere Idee, so ein Not Safe for Work zu machen, dass man ein Adorno-Zitat auf nackte Haut schreibt, Körperteil egal, das Ganze abfotografiert und das dann mit diesem Hashtag versehen postet. Da hat es 200 Punkte für gegeben. Mhm. Haben auch einige gemacht. Und wo haben die das dann gemacht, wenn ich indiskret fragen darf? Das ist aus den Fotos, also die Datenanalyse läuft noch. Das ist aus den Fotos und den Geolocations in den Fotos nicht unbedingt rauszulesen, aber hier. So, waren, die sind unter uns, die Leute. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, also es gibt bei diesem Spiel eigentlich ein manifestes Ziel, das heißt, ich will die Highscore knacken, aber du hast gerade schon angedeutet, irgendwie habt ihr auch andere Ziele damit verfolgt.
Erzähl da noch ein bisschen drüber. Ja, das Interessante an Spielen ist, dass es eigentlich, aber bitte unterbrecht mich, wenn ich was Falsches sage, dass man relativ so sich seine Regeln selber gerade baut, weil es sehr wenig Literatur gibt, die sich wirklich dediziert mit Spielen auseinandersetzt. Also es gibt die Game Studies, die Ludologen, die Narratologen, die haben alle ihr Ding. Aber so wieso man spielt, steht da so richtig auch nicht drin. Also Huizinger hat mal was gesagt und Karl Rohr hat mal was gesagt und da kann man sich dann so eine Liste machen von 10 Leuten. Aber ich würde gerne 500 Punkte verteilen für jede Person, die mir auf Twitter schreibt, wieso sie hier mitgemacht haben. Und ich bin gespannt, ob wir das in diese Kategorien einbauen können. Weil das Schöne ist, wir haben ein Ziel mit diesem Spiel. Wir wollen, dass gewisse Dinge passieren, über prozedurale Rhetorik vielleicht, wie man das in Büchern nachlesen kann. Aber wir wissen ja gar nicht, was die Leute wollen. Und wir wissen gar nicht, wie die Leute auf dieses System reagieren, das wir da gebaut haben. Und wir versuchen, das System relativ durchlässig zu machen. Also man konnte uns Stifte klauen, man konnte irgendwie eigene Regeln erfinden, um zu schauen, wie positionieren sich Menschen eigentlich gegenüber einem Regelsystem, das wir vorgeben. Und das eigentlich immer sehr optimistisch und positiv ist. Oh, ihr kriegt immer nur Punkte, egal was ihr macht. Beleidigt uns, Punkte. Voll super, Punkte. Also das fanden wir interessant zu sehen, wie geht man damit um, wie wird das aufgenommen, wie ist das Feedback. Also wir wollten damit auch lernen, wieso spielen Leute? Und was ist überhaupt ein Spiel und ab wann wird es ein Spiel? Das heißt, ihr habt eure Spielregeln während des Spiels angepasst. Also etwas, was zum Beispiel im Computerspielsektor eher nicht passiert. Das passiert im Computerspielsektor, allerdings ohne, dass das System das mitkriegt. Also als ich vor 10 Jahren Counter-Strike gespielt habe, nachts um 2 und alle so lange auf dem Server waren, dass sie keine Lust mehr hatten, sich gegenseitig abzuschießen, sind wir in die Mitte der Map gegangen und haben eine Pyramide gebaut. Einfach so. Das ist eine komplette Veränderung des Regelsystems, die hat aber das System selber oder der Server, der weiß davon nichts. Aber die Leute, die das gemacht haben, die hatten eine wunderschöne soziale Situation, von der sie bestimmt noch auf Konferenzen erzählen können. Okay, vielleicht den Ball an Left Leaded weitergespielt. Dennis Schwarz von Crytek sagte gestern bei der Abendveranstaltung, es ist relativ leicht, wieso Leute Spiele spielen. Spaß. Fun. It is fun. Ist das alles, was man darüber sagen kann? Ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich so einfach auf den ersten Blick hin. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum gar nicht der Diskurs so lang ist, weil die Antwort tatsächlich relativ simpel ist. Man braucht eigentlich nur 2 Dinge, damit Leute anfangen mitzutun und was zu machen. Und das ist, ich möchte als Spieler eine Bewertung haben, wie gut ich was mache. Und ich möchte das glaubwürdig haben. Wenn ich die 2 Sachen habe, dann kann ich sofort erreichen, dass Leute wie bei unserem Spiel zum Beispiel, weiß nicht, mehrere Tonnen Sand wo hineintragen und nachher wieder hinaustragen. Das heißt, wenn jetzt die Gesellschaft für Kulturoptimismus das Feedback modifiziert, weil sie plötzlich Punkte auch für Quatsch geben, ist das von strengen Gesichtspunkt des Game Designers aus eine glückliche Entscheidung oder? Also es ist eine für das Spiel sehr schwierige Entscheidung. Also in dem Moment, wo Regeln weich werden, das haben wir auch sehr stark bemerkt, macht das den Spielern nicht mehr so Spaß, weil sie nicht mehr wissen, muss ich jetzt arbeiten gehen, muss ich jetzt das machen, um Punkte zu kriegen, und sie wollen aber Punkte. Also das ist das, was ja nicht Menschen erfunden haben, sondern dass es eine Mechanik ist, eine Funktion unseres Gehirns, um das Lernen immer wiederholt zu optimieren und uns Sachen zu ermöglichen, die so kompliziert sind wie gehen und so. Da würde ich gerade mal einschreiten, weil das stimmt natürlich alles, was du gesagt hast. Allerdings spiele ich zum Beispiel viel lieber mit Leuten, die selber auf Regeln kommen und dann sagt man, ja cool, dann machen wir doch die Regel auch noch. Calvin Ball zum Beispiel ist ein Beispiel, das ist ein Spiel von Calvin und Hobbes Comics, wo Calvin und Hobbes ein Spiel spielen und jedes Mal, wenn eine Runde vorbei ist, kommt jemand mit einer neuen Regel. Und es gibt ja ganz viele Leute, die das als Spielen empfinden. Und die Improvisationstheater zum Beispiel ist ja auch eine Form von Spiel und läuft ja darum, dass ich gegenseitig eigentlich die ganze Zeit mich weiterentwickle und weiterbewege und eben nicht stehen bleibe. Darf ich da gleich antworten? Also ich bin ja da komplett bei dir und nur es ist nichts anderes. Also ich ändere ja nicht die Regel an sich, dass ich
dass ich eine Rückmeldung haben will. Bei Kevin Ball kriege ich auch Rückmeldung. War das jetzt eine coole Veränderung des Spiels oder nicht? Und ich wäre gesehen beim Spiel von den anderen. Und ich, wenn ich mich dann lustig bewege und eine neue Idee habe, dann ist das, dann will ich von den anderen. Es kommt ja, die Rückmeldung kann entweder von mir selber sein beim Musikspielen, ob ich jetzt gerade gut singe oder nicht. Das muss ja kein Punktesystem sein, das von einem äußeren System kommt. Oder von Freunden, die sagen, hey, cool, coole neue Regel. Genau, das heißt, es ist zumindest aus unterschiedlichen Bereichen und die Bereiche können ja wechseln. Man kann ja anfangen mit einem Bereich, wo mir das System Punkte gibt und geht dann aber in einen Bereich über, wo es plötzlich darum geht, dass die anderen mich total super finden, weil ich gerade den besten Wortwitz der Welt gemacht habe oder sowas. Jetzt bin ich nämlich schon unendlich zufrieden, weil ich glaube, das macht dann genau coole Spiele aus, wenn sie so weite Bereiche abdecken von Rückmeldungen und es kommt was von da und man hat sich selber noch dabei bei der Einschätzung und dann gibt es ein Punktesystem, das auch noch in einer breiten Welt da ist. Dann ist in ihr großes Erfahrungsspektrum plötzlich möglich. Christian Huberts vielleicht kurz dazwischen gefragt. Also als ich mich in die Game Studies einlas, da war so das sakrosankte Spiel eigentlich Tetris. Das Spiel, das ganz einfache Regeln hat, nur eine abzählbare Menge, ja, passt die Bausteine richtig ein in der Geschwindigkeit. Ansonsten, wenn die Reihe bis oben gefüllt ist, dann hast du verloren. Das, was die beiden da jetzt gerade diskutieren, die Modifikation der Regeln durch das Spielen des Spielers, das scheint mir ja sozusagen eine neue Entwicklung zu sein. Ist das eigentlich eher für einen Mann, der sich mit Games auseinandersetzt, ist das eigentlich eher eine Pervertierung des reinen Spielegedankens? Also es gibt durchaus Menschen, die sehen das, glaube ich, so, auch gerade in den Game Studies. Ich glaube, also es wurde ja gerade schon angesprochen, dass Spiele eigentlich wirklich aus einem Bereich, auch aus dem militärischen Bereich teilweise kommen, militärische Technologie, die irgendwie zweckentfremdet wurde, damit sie irgendwie mal lustig aussieht auf dem Tag der offenen Tür. Also es war tatsächlich so, Tennis for Two, eines der ersten Spiele an einem atomaren Institut irgendwo in den USA, wo einer der Mitentwickler des Zeitzünders, der Atombombe, dann so ein kleines Tennisspiel entwickelt hat mit den Computern, die da sonst Raketenflugbahnen berechnen. So. Also aus so einem Bereich kommt es und auch mit so einem Mindset sind die Spiele entstanden. Wissenschaftler, die da quasi Simulationen gemacht haben und wirklich so enge Mechaniken. Pachitnov, der Entwickler von Tetris, kommt ja auch aus ähnlichen Zusammenhängen. Von daher haben sich da lange Zeit einfach Spiele und Spielkonzepte entwickelt, die einfach so sehr fixiert sind auf Mechanik. Selbst was dann so als frühe Text-Adventures oder so kam, wo man denkt, naja, aber hier beginnt doch jetzt irgendwie so ein, irgendwie, dass es mehr ist als Mechanik, selbst da kann man sehen, okay, der William Krauser, der das entwickelt hat in den USA, der hat halt auch für ein Rüstungsunternehmen eigentlich Routing-Protokolle für sowas wie den Vorläufer des Internets entwickelt, das ARPANET, wo es darum ging, Programme zu entwickeln, die dafür sorgen, dass die Datenpakete schnell und effektiv da ankommen, wo sie ankommen sollen, und war halt auch gleichzeitig Höhlenforscher und hatte dann mal ein bisschen Langeweile nach Erscheidung und hat dann halt ein Spiel über Root Finding in einer Höhle gemacht, was dann so auf Dungeons and Dragons, auf so Pen and Paper Rollenspiel-Ideen basiert. Aber im Grunde genommen war es auch immer noch Mechanik und so ein Optimieren von einem Durchrauschen durch eine Höhle, und das war lange Zeit so das State of the Art, eigentlich auch bis heute so der Mainstream, der Computerspiel-Mainstream funktioniert so. Also da geht, also na, größtenteils, meistens geht es, hier wird so ein bisschen der Kopf geschüttelt, aber meistens geht es doch um Optimierung. Also da ist dann drumherum Story, aber ich habe dann immer den Eindruck, die könnte man auch austauschen. Das merkt man bei den Spielen selbst. Dann spielt Bioshock, spielt dann mal unter Wasser und dann spielt es mal in der Luft. Aber es bleibt ein Shooter mit Shooter-Mechanik und es geht letzten Endes darum, von A, Anfang des Levels, nach B, Ende des Levels zu kommen. Und zwischendrin passiert halt viel. Aber dennoch verändert sich jetzt der Fokus durchaus darauf, dass man sagt, naja, wir lassen jetzt einfach mal Mechanik weg. Und dann gibt es plötzlich ein Spiel wie Gun Home von Entwicklern, die haben vorher bei Bioshock mitgemacht und sagen, naja, wir lassen jetzt die Waffen weg. Und es geht ja jetzt auch nicht mal darum, von A nach B zu laufen, sondern einfach ein Haus zu erforschen und da eine Familiengeschichte oder so zu erleben. Aber gerade, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, gerade bei solchen Spielen merkt man, dass auch Wissenschaftler und auch Spieler mit solchen Veränderungen oft problematisch umgehen oder da ihre Schwierigkeiten mit haben. Man
merkt halt, da verändern sich Kommunikationssysteme, da ist das Wissen, was vorher funktioniert hat, um sowas zu beschreiben, plötzlich reicht nicht mehr aus. Und da kann ich noch so gut vorher in einem beliebigen Ego-Shooter gewesen sein, in Gun Home ist dieses Wissen plötzlich wertlos. Genau, ich wollte nur kurz zwei Sachen dazu noch sagen. Ich glaube, das liegt ganz stark auch daran, wie man das sieht, mit welcher Linse man drauf schaut. Also ich habe selbst, ich hatte Fußballmanager gespielt, als ich 11 war. Das war irgendwie 91, 92 kam das irgendwie raus für ein Amiga. Und das Spiel war das Uninteressanteste am kompletten Moment des Erlebens. Es waren meine Onkel da, die waren nicht ganz so viel älter wie ich und man saß zusammen und man hat einem kleinen weißen Pixel zugejubelt und so laut geschrien, dass die Nachbarn sich beschwert haben. Der ging so nach links und rechts. Und ich finde das interessant, dass in den Game Studies eigentlich, ich habe in Atlanta mal ein Jahr verbracht, dass dort so sehr stark mit einer Linse drauf geschaut wird. Es wird entweder auf die Narration geschaut, die ist halt irgendwie wie im Buch, aber halt auch nicht. Oder es wird halt Ergodic Literature irgendwie auf die Spielmechaniken geschaut. Und es wird aber nicht auf die Einbettung in den sozialen Raum geschaut, in dem Spiele passieren. Und auf die Kreativität, die Leute schon immer in Spiele reingebaut haben. Jede Familie, die Pong bei sich rumstehen hatte, 2 Jahre lang, kann mir niemand erzählen, dass die Leute nach einem Jahr Pong immer noch genauso gespielt haben wie vorher. Die haben alle irgendwas umgebaut, dran gemacht, Leute reingebracht, Leute haben andauernd neue Regeln irgendwie für Sachen erfunden und ich glaube eben nicht, dass wir hier nur auf die Autoren der Spiele schauen müssen, sondern wir müssen auf die Autoren schauen, die in die Spiele mit reingehen und die Spiele dann erst zu dem machen, was sie werden. Ganz wichtiger Punkt vielleicht. Um jetzt auch die Brücke zum Theater zu schlagen, eines der erfolgreichsten Genres im Computerspiel ist zurzeit das Rollenspiel. Das Rollenspiel auch realisiert als Open-World-Game. Gestern fiel schon eines der berühmtesten Titel, Skyrim, aus der Elder Scrolls-Reihe. Das sind ja durchaus Spiele, die Welten bauen, in denen Leute unterschiedlichste Ecken erkunden können, sehr frei erkunden können, nicht wie in einem Schlauch durch ein Level laufend, nicht sozusagen nur an einer Geschichte entlang laufend, sondern unterschiedliche Ecken und unterschiedliche Geschichten abgrasend, bis dahin, dass, wenn die Hauptgeschichte von Skyrim erledigt ist, man ohne Probleme weiter in dieser Welt bleiben kann. Mittlerweile gibt es anscheinend Zusatzpatches, die ermöglichen, dass man dort heiratet, dass man anfängt, ein eigenes Gehöft aufzubauen, also im Grunde genommen überhaupt nicht mehr auf dieser Abenteuergeschichte liegt. Letztes Jahr am Theater Freiburg wurde das Regiodrom inszeniert, das ja, zumindest meiner Kenntnis nach, eines der Pionierprojekte ist im Bereich zu schauen, wie Open-World-Games im Theater funktionieren können. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal einen 4,5-minütigen Trailer etwa an, der versucht, uns diese 24-Stunden-Erfahrung komprimiert darzubieten. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Gar keine. Und ich wollte eigentlich jetzt einen Kaffee trinken gehen. Wie sind Sie denn hier an die Arbeit gekommen? Ich habe mir einen Eimer genommen und dann bin ich in die Mine gelatscht. Was machen Sie jetzt? Jetzt gebe ich diesen blöden Sand ab und dann kaufe ich mir was zu trinken. Der erste Millionärsanwärter. Und das Mikrofon und die Stimme des Volkes gehört euch. Nein, 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 nein. Das werden wir hier jetzt öffentlich vollziehen. Wir, das Fernsehen, haben diesen Fonds gerettet, das muss man sagen, durch unser kritisches Eingreifen. 7,0 der Glücksindex für das violette Dorf. Und es gibt eine neue Bürgermeisterwahl, wenn dieser Index fällt. Also es wird so vonstatten gehen, dass jetzt um 17 Uhr die Kandidaten eingerufen werden von beiden Dörfern, die Bürgermeister werden wollen. Die haben dann 15 Minuten Zeit, auf Stimmenfang zu gehen und ihr Wahlprogramm vorzustellen. Also meiner Meinung nach ist es gut, wenn jeder so viel Steuern zahlt, wie er möchte. Ich nehme dann erstmal einen Kredit auf und nein, das kostet Zinsen. Ah, da will jemand Bürgermeister werden, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat. Naja, wir stehen auf jeden Fall für das Prinzip, das Recht für alle glücklich zu sein. Naja, ich meine, wir können auch sagen, keiner arbeitet und dann haben wir auch alle nichts zu essen. Das macht uns ja auch nicht glücklich. Die ist auch richtig gut gewürzt. Diese Unterwelt, was ist denn das eigentlich? Ah, wir sind, glaube ich, jetzt gerade live dabei bei Bestechungsmaßnahmen, um in die Unterwelt zu kommen. Die laufen hier um die Wette. Die Kakerlake
die als erstes einen Pappbecher berührt hat, gewonnen. Zu Beginn des Spiels sind aber keine Pappbecher im Spiel. Die erste Kakerlake, die ins Tor läuft, sprich ins Aus, die bekommt einen Pappdeckel gestellt und ist somit Ziel der anderen Kakerlake. Also ich finde, die Dame hier. Glücksspiel ist eine rasante Sache. Es ist leider so, dass sich die unbescholtenen Bürger hier oben keine Vorstellung davon machen könnten, welch betrügerisches, ausbeuterisches System in der Unterwelt bisher unbehelligt tobt. Wird man sofort zum Kriminellen gebrandmarkt. Wir sind jetzt hier live vor Ort bei einer Festnahme der Polizei. Was genau geschehen ist, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich habe noch keinen genauen Überblick. Wir haben hier eine allgemeine Gesellschaft, in der es alle Schichten gibt. Alien-Staatsbesuch hier vor Ort, hier bei uns bei Regiodrom. Die Presse kommt hervor, die Bürgermeister stellen sich auf. Das ist die Unterwelt. Die Leute sind begeistert. Ja? Also ich glaube, hier so direkt neben der Unterwelt sich so einen kleinen Laden aufzubauen, wo ständig hier Fluktuation ist, das rockt. Ich habe gehört, dass die ersten Minenarbeiter, die heute Morgen schon um 8 Uhr auf den Beinen waren, um 7 Uhr. Ja, sie standen schon am Konzern, der dann erst um 8 Uhr öffnete. Es ist bemerkenswert. Vielleicht schaffen wir es, den Kollegen einmal ganz kurz zu unterbrechen. Wir halten einfach mal mit der Kamera. Was passiert da? Was ist jetzt los bei der Mine? Dass niemandem etwas zugestoßen ist. Der Sheriff macht die letzte Tür noch zu. Okay. Die Rettung der Bank ist alternativlos. Also wirklich die Frage, wollt ihr jetzt noch einmal anstrengen und zusammen mit allen Leuten Sand schleppen? Ja, ich habe ja diese saudummen Nuggets schon ausgebuddelt. Also ich glaube, jetzt reicht's aber. Gesprochen, dass man wegen einer bescheuerten Kugel Eis sich hier nochmal zum Deppen des Konzerns macht. Ja, die Solidarität ist relativ die gut, Solidarität oder? Gute Menschen sind bescheuerte Menschen, gerade in meinem Augen. Also ganz im Ernst. Das ist bescheuert. Wir sind fast am Ziel. Ja, das ist war eine Gruppendynamik. Das hat nichts mit einem demokratischen Entscheid zu tun. Jetzt kommt die Polizei und macht mir ein Tattoo, das ich nicht geschleppt habe, obwohl ich mich an den demokratischen Entscheid gehalten habe. So entstehen Diktaturen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in Regiodrom. Regiodrom ist ganz ursprünglich entstanden aus einer Auseinandersetzung mit einem Wirtschaftsmodell in der regionalen Landwirtschaft in Freiburg. Man hätte sich vielleicht vorstellen können, dass das zum Dokumentartheaterabend wird oder nicht. Also wie wir gemeinhin am Theater das versuchen zu übersetzen. Wie war der Weg, wieso seid ihr darauf gekommen, aus dieser Problematik ein Spiel zu bauen? Und welchen Bezug hat eigentlich das Endprodukt zu dem, wo der Ausgangspunkt eurer Recherchen lag? Frage an Klaus Gehre erstmal, denke ich, Theater. Ja, also hallo. In der Tat, das Spiel hatte seinen Ausgangspunkt in der Idee des Theater Freiburgs, ein Projekt mit einem Biobauern zu machen, der im Raum Freiburg lebt und vor wahrscheinlich 6 oder 7 Jahren mittlerweile eine Aktiengesellschaft gegründet hat. Und seine Idee war, Ökolandwirtschaft und Kapitalismus zusammenzubringen. Und das in Form einer Aktiengesellschaft der Regionalwert AG, daher auch der Titel Regio von Regionalwert AG und Regiodrom. Für uns oder für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass, vielleicht anders gesprochen, das Coole an diesem Projekt von diesem Biobauern ist, dass man echt eine Menge lernen kann über Dinge. Also sprich, Kapitalismus ist ja immer schlecht und Aktiengesellschaft sowieso. Das Coole an einer Aktiengesellschaft ist aber natürlich, dass es eigentlich eine Art Kommunikationsmodell ist. Also es bringt verschiedene Parteien zusammen. Es gibt Leute, in dem Fall, die haben Land oder Vieh.
Es gibt Leute, die haben Geld und es gibt Leute, die haben weder noch, haben aber eine Idee, was machen zu wollen. Und die bringe ich über so ein Aktienmodell zusammen. Und das war eigentlich ziemlich interessant. Und was man von dem Biobauern lernen konnte, war auch eben das Interessante, dass er keine Genossenschaft oder irgendwie sowas Tolles gegründet hat, sagen so ohne Geld, sondern dass er ganz klar gesagt hat, die Zukunft liegt sagen in einer geldorientierten Lösung. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie war mir relativ schnell klar, dass das eigentlich ziemlich cool wäre, wenn man das in einer Form löst und dann eben in einem Spiel, wo man... Wo wir nicht vom Theater irgendwie, klug wie wir sind, sagen irgendwas runterdozieren, sagen, weil Nachhaltigkeit gut ist und weil Öko gut ist und tralala, sondern dass man sagt, lass uns mal gucken, was es eigentlich heißt, das wie so eine Art Erfahrungsraum sagen, aufzubereiten. Naja, und dann habe ich irgendwie relativ bald den Lev sagen, ins Boot geholt und was wir gemacht haben, ist eigentlich eine Spielform zu gründen, vielleicht ein bisschen auch die Gegenthese, oder was heißt Gegenthese, ich würde es sagen ein bisschen anders formulieren, was für mich das Spannende war, deswegen sagen auch das Spiel, ich würde es viel strenger erstmal sagen deuten und würde sagen, das Coole an dem Spiel ist, dass die Regeln total fix sind, erstmal im ersten Schritt. Also sagen, der zweite oder dritte Schritt kann natürlich sein, also wenn ich quasi 3 Stunden Monopoly gespielt habe und dann irgendwann merke, die gehen langsam pleite, dann muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich sie noch im Spiel gehalten und dann lass uns mal gucken, dann wäre ich ganz kreativ, dass wir alle trotzdem noch im Spiel bleiben und dann können wir auch die Regeln verändern. Aber das Spannende ist ja erstmal viel mehr zu sagen, okay, lass uns mal ein Set an Regeln bauen und lass uns mal gucken, wie wir in dem Set quasi agieren können. Und das ist sagen ziemlich naheliegend, also deswegen sagen wir so, ich mochte die Spiele nie sagen im Fußball, wo wir jetzt sagen, nur noch Spaßfußball gespielt haben, sondern das Coole ist ja eben genau, dass es sagen, mit einem Set von ganz einfachen Regeln kann man sehr strategisch unterwegs sein und kann sehr genau gucken, lass uns mal ausprobieren, um von A nach B zu kommen oder um sagen, das größte Glück oder den größten Spaß zu kriegen. Also das war für mich eigentlich das Reizvolle an unserem Setting und wir haben quasi 2 Jahre gesessen, vorbereitungsmäßig. Mit sehr vielen Höhen und Tiefen, was so ein Projekt dann auch mit sich bringt, auch mit der Struktur Stadttheater, sind am Ende sehr froh, sagen, dass wir es gemacht haben. Und ich glaube, die größte Arbeit in dem ersten Schritt war, sagen, ein Set am grünen Tisch, ein Set an Regeln sagen, aufzustellen und permanent sich über Abschätzungen Gedanken zu machen, weil wir es natürlich nicht ausprobieren können oder weil wir ganz begrenzt sagen nur simulieren können, eigentlich nachzudenken darüber, was könnte die Entscheidung X bewirken in einem Spiel. Und vielleicht sagen, um es noch vorzustellen, was wir gemacht haben, ist also, wir haben letztlich eine Art Welt gebaut, wo sich Spieler, in dem Fall 100 Zuschauer, die mitgespielt haben für 24 Stunden, sagen, politisch und ökonomisch unterwegs sein konnten. So. Ja, also um das nochmal nachzufragen, also wir kennen ja so Installationen, letztes Jahr hatten wir hier bei Theater und Netz Siegner, die frei begehbar sind und in denen wir uns durch Gespräche mit den Leuten informieren können. Das Besondere war ja dieser Spielcharakter. Vielleicht kann Lev Ledet nochmal sagen, was waren so Regeln, also was war eigentlich das Spielziel, wieso haben Leute 24 Stunden bei Konsumentzug und Schlafentzug und Sandsack schleppen überhaupt mitgemacht? Also wo lag, was waren eure Regeln, wo war der Trigger? Also der prinzipielle Trick, um die Leute dazu zu bringen, dass sie da 24 Stunden aktiv waren, habe ich vorher schon gesagt, das liegt wirklich daran, dass man eine Bewertung einführt und das lässt sich mit Geld extrem gut machen, weil es so leicht verständlich ist. Und wir haben das aber natürlich dramaturgisch unterfüttert mit einer These, dass wir gesagt haben, alles was kein Geld kostet, ist nicht nachhaltig. Das ist quasi die Arbeitsthese gewesen, um das Geld auch zu motivieren. Und, aber da gibt es etwas, was ich jetzt genau darauf auch sagen wollte, einen interessanten Schnittpunkt, wo wir eben genau im Geldsystem natürlich streng sein müssen, weil in dem Moment, wo man als Spieler nicht mehr weiß, muss ich jetzt in die Mine unterirdisch mit den Händen Sand buddeln oder kriege ich eh Geld geschenkt durch irgendeine komische neue Regel, die erfunden worden ist, oder gibt es dann eine neue Regel in einer halben Stunde, macht es nicht mehr Spaß, in die Mine zu gehen. Und deswegen haben wir gewusst, das müssen wir ganz streng handhaben. Und dann ist das Fernsehen, das ist eine Szene, wo die Reporterin, die auch eine Spielerin war, das aufgedeckt hat. Und das war sehr interessant, weil da ist die Regel im Prinzip voll gebrochen worden, weil die haben dann plötzlich Geld geschenkt, kriegt von einem Konzernchef, der Schauspieler war im Prinzip. Und dann bin ich dazwischen und habe gesagt, das geht aber nicht. Das bricht unsere Regel.
Und das ist natürlich schwer zu erklären, weil jeder sagt, na, aber komm jetzt, wir brauchen Geld und so, und dann ist es für alle lustiger. Und durch den Druck der Medien habe ich nachgemüssen, praktisch als Gottheit dieses Spiels. Und das war schon ein extrem spannender Moment auch für mich, weil dann, was da passiert ist, also was sie erzählen kann, wie das funktioniert mit Druck einer Öffentlichkeit, einer Autorität gegenüber, dass ich aber im Nachhinein auch die Chance gehabt habe, das zu erklären, wieder den Spielern und praktisch zu sagen, das wird es ab jetzt nicht mehr geben. Aber das war es praktisch. Damit haben es auch alle eingesehen. Dann war plötzlich die Stimmung klar, okay, es gibt keine Geldgeschenke mehr und wir wissen jetzt warum. Also das war so eine super spannende Situation. Es waren viele solche Situationen, wo es ganz echt worden ist. Also was ja oft ein Missverständnis ist, dass man glaubt, ein Spiel, da geht es jetzt praktisch um nichts Reales und es geht vor allem nicht darum, dass es einen Zweck erfüllt und deswegen im Prinzip nur Spaß. Es ist genau umgekehrt, meiner Meinung nach, die Bedeutung liegt genau am Echten. Also jeder Spieler ist so unglaublich echt in dem Moment des Spielens mit dem, was er spielt. Und wenn die Reporterin da Reporterin war, also echter, kann man nicht mehr Reporter sein, als sie das war in diesem Spiel. Friedrich, sind das nicht dann die fürs Theater interessantesten Momente, das, was du beschrieben hast, dass wenn man sich an dem System reibt, das gebaut worden ist? Das Interessante ist, diese Situationen kommen vor allem dann, wenn man so streng ist. In dem Moment, wo wir anfangen würden mit dem Spiel und sagen, ja, es kommen so lustige Situationen heraus, wenn das alles frei ist, kommen keine. Weil alle herumsitzen und nicht wissen, zu was soll man sich verhalten, zu was soll man den Spaß erfinden, wo soll man ausbrechen versuchen. Wir haben wirklich klar gemacht, es gibt keinen Banküberfall, weil das ist kein Spiel, wo es Banküberfälle gibt, weil wir wollen ein Wirtschaftssystem ausprobieren und da ist Banküberfall außerhalb des Systems liegend, weil es wird eine Rauferei und wir haben aber nicht die Möglichkeit, eine Rauferei jetzt da zu handeln. Und trotzdem hat es zwei gegeben. Das natürlich war es wieder, natürlich war das spannend, aber wir haben fürs Spiel, aber dadurch, dass es so klar verboten war, war es auch klar, die müssen jetzt in das Gefängnis für 15 Minuten, wenn sie das nicht wollen, können sie zur Selbstmordzentrale gehen und das Spiel verlassen. Aber das heißt, ihr habt, wenn ihr eine Selbstmordzentrale habt, also ihr habt ja schon euch Gedanken gemacht darüber, was passiert, wenn Leute anfangen, da rumzuschrauben. Habt ihr das Prototypiert? Also die Selbstmordzentrale war quasi die Möglichkeit, aus dem Spiel auszusteigen. Genau, das haben vielleicht auch 30% gemacht. 30%? Okay. Ja, sagen wir mal so, 24 Stunden im Theater ist jetzt auch nicht für jeden leicht zu machen. Ne? Also ich bin dafür hingereist nach Freiburg. Ich habe da natürlich schon drin die 24 Stunden verbracht. Klaus, du hast das eben schon angedeutet und ich glaube, das ist eine Frage, die viele auch Leser von Nachtkritik interessiert, weil wir im Rahmen der Stadttheaterdebatte oft so eine Frontstellung zwischen freiem Theater und Stadttheater haben und dann gibt es die Behauptung, für bestimmte Projekte, die so außerhalb des Kanons liegen, die vielleicht auch Formate ausprobieren, die noch nicht so etabliert sind, es ist schwierig, die umzusetzen am Stadttheater. Wie leicht oder schwer war es? Weil dem Charakter nach nehme ich jetzt Regiodrom eher als eine etwas freie Arbeit wahr, die man vielleicht eher am Hau erwarten würde als am Theater Freiburg. Wie leicht oder schwer war es, so ein Projekt umzusetzen in Freiburg? Na, sag mal so, Freiburg, das Theater Freiburg ist schon ein Haus, was wirklich guckt, wo liegen Themen in der Stadt oder in der Umgebung oder in der Gesellschaft, die es lohnt, nachzudenken drüber. Und in dem Fall uns dann auch die Freiheit gelassen haben, das in einem Spielformat umzusetzen. Sag mal so, die andere Seite ist natürlich, es ist nicht einfach. Also das liegt auf, ich glaube, es sind zwei Ebenen, auf denen die Schwierigkeiten liegen. Das eine nicht mal so die technische Ebene. Also eigentlich sollte das Spiel schon ein Jahr eher stattfinden. Da gab es quasi noch andere Ideen. Da gab es noch nicht die 20 Tonnen Sand, die wir dann später hatten, sondern noch die 100.000 PET-Flaschen. Und das scheitert dann natürlich an ganz einfachen Sachen wie Brandschutz, Brandschutzlast. Es gibt Sachen wie einfach deutsches Arbeitsrecht, Ruhezeiten für Schauspieler. Also ich kann nicht einfach mal 24 Stunden Schauspieler am Stück einfach da mal durchperformen lassen. Das sind rein technische Geschichten. Repertoirebetrieb, das muss man sich auch von der Dimension vorstellen, es war ein Spiel zur Nachhaltigkeit und wir haben 2 Jahre gearbeitet für einmal 24 Stunden mit 100 Zuschauern, das ist auch ein wahnsinniger Luxus. So, dafür bin ich dem Theater auch sehr dankbar. Ich glaube, so das andere, was natürlich interessant war für uns, ich glaube, dass das deutsche Stadttheater wirklich aus einer
eigentlich aus einer Tradition, aus einer aufklärerischen Tradition kommt und in dem Sinne sagen auch ein Dramaturgentheater ist. Also wo noch ganz klar sagen, es gibt Ideen, deswegen sagen auch in Konzeptionsproben der wichtigste Satz, und das meine ich jetzt ganz ironiefrei, ist sagen, was wollen wir erzählen? Sagen, was soll der Kern sein, den wir erzählen wollen? Also Kapitalismus tötet, Liebe macht frei, Geld ist schlecht. Oder umgekehrt, also sagen, und das wird dann, und da wird dann geguckt, okay, lass uns, wie kriegen wir die Figuren, wie kriegen wir das erzählt, wo ist da was Spannendes. Und in dem Sinn, was wir gemacht haben, ist es eigentlich total frei zu stellen. Also ich sag mal, zu sagen, wir machen nicht, es gibt sagen nicht eine Kernthese, die wir quasi runter dozieren oder die wir sagen von der Bühne sagen herab kommunizieren, sondern wir sagen, okay, wir machen ein Setting und in dem Setting ist vieles möglich. Und sagen, ich glaube, das war, also es gab da glaube ich auch viele Missverständnisse, glaube ich, wo man das sagen vielleicht auch gar nicht verstanden hat, wo sagen auch der Mehrwert liegt. Also und ich vielleicht mal so ein Beispiel wie, also wo für uns oder wo für mich eigentlich sagen auch der Effekt ist, wo möglicherweise das Theater auch, wo ich das hätte, dass es gern hinkommt, sagen, wo man sich auch reiben kann, sagen, oder wo die konkrete Erfahrung für den Zuschauer ist. Also sowas wie, es gab verschiedene Formen von Steuern in dieser Welt. Es gab zwei Arten, einmal auf Schecks, das sind sagen das Geldmittel in der Unterwelt und oben auf die Aktien. Also in der Unterwelt, es gab eine Unterwelt und da gab es kein Geld mehr, sondern nur noch Schecks. Und darauf wurde eine Steuer erhoben. Und das konnte der Bürgermeister, den jedes Dorf hatte, es gab zwei Dörfer, konnte bestimmen, wie hoch diese Steuer war. Und das heißt, ich konnte sagen, das Glücksspiel, was in der Unterwelt stattfindet, daraus konnte ich Geld abschöpfen für meine Dorfkasse. So, das ist natürlich super, weil das eine Möglichkeit ist, meine Dorfkasse sagen, anzufüllen, um dann wieder sagen, Investitionen in mein Dorf, Essen. Also wir haben ganz auf ganz basale Sachen haben wir das runtergebrochen. Frühstück, Mittagessen und sowas. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich nicht schön. Also natürlich würde jeder Bürgermeister würde gern das Sozialismusgesetz, was es bei uns auch gab, natürlich sofort sagen, sich auf die Fahne schreiben, wo er sagt, Spekulation, Unterwelt ganz schlimm. Deswegen Unterwelt zumachen. So, das ist total super. Kehrseite eben, ich habe kein Geld in meiner Dorfkasse. Also sagen solche, sag mal, sowas freizustellen oder sagen Spieler in solche Konfliktsituationen oder in solche Entscheidungssituationen zu bringen. Ich glaube, das ist die große Chance von solchen Spielen, wo sie eben dann auch ganz konkret werden. Also wo wirklich Debatten geführt werden. Wo wollen wir mit unserem Dorf hin? Also genau. An Christian Huberts gefragt in einem ihrer jüngeren Aufsätze. Sagen Sie auch, dass Sie oft an Grenzen stoßen bei Leuten, die sagen, welche Bedeutung hat denn das? Was erzählt denn das? Was ist denn das für ein semiotisches System hinter dem Spiel? Ist es auf derselben Würdestufe wie Roman oder so? Und dann sagen Sie dagegen, man muss ganz anders erstmal ansetzen, man muss überhaupt erstmal von dem Begriff der körperlichen Aktion ansetzen, des Mitmachens beim Spiel. Das scheint mir eine ähnliche Problemlage zu sein wie das, was wir jetzt gerade gehört haben, also dass es sowas gibt über die Top-Down-Begriffe, die sagen, wir müssen erstmal gewissermaßen vom Konzept herkommen, vom Begriff herkommen, vom Zweck herkommen. Aber Sie sagen, in Games ist eigentlich genau ein Gegenweg, steckt da drin, nämlich Handeln. Genau, also natürlich können Spiele auch so auf ganz klassische Weise erzählen und Strukturen irgendwie zeigen und man kann es dann auch mit ganz rigiden Regeln, die Spieler genau dahin führen, wo man sie haben möchte, aber das, was ihr gemacht habt, ist ja dann genauso ein Beispiel, wie man einfach nur so einen Regelraum schafft, mehr oder weniger rigide, aber ihr habt ja dann, wie ihr dann selbst gemerkt habt, gar nicht die Möglichkeiten, diese Regeln durchzusetzen, weil sich dann alles so ein bisschen verselbstständigt und dann sich halt so emergente neue Regeln bilden und emergente Geschichten und Leute auch ganz kreative Wege finden zu mogeln. Das ist ja bei Heusinger, diesen niederländischen Kulturanthropologen, der viel geschrieben hat über Spiele, da hat er auch diese Zweiteilung gemacht zwischen dem Spielverderber und dem Schummler quasi. Und der Schummler ist gar nicht so schlimm, weil der das Spiel an sich immer noch intakt hält, aber halt die Regeln so ein bisschen biegt, aber er macht es nicht kaputt, während der Spielverderber bei euch dann halt jemand wäre, der dann wahrscheinlich in diese Selbstmordzentrale geht und sagt, ich mache das hier nicht mehr mit. Genau.
Bevor wir dann zum Publikum öffnen, würde ich ganz gerne noch diesen zweiten Aspekt unseres Panels ansprechen, nämlich die Gamification. Wir haben jetzt hier starke Begriffe von Spiel, eigentlich auch als Selbstbildung, Spiel als Dialektik zwischen mir und dem System. Ja, das System muss auf mich reagieren. Friedrich sagt, eigentlich wird es überhaupt erst dort spannend, wo ich es schaffe, das System zu unterwandern vielleicht auch, oder zumindest neue Reaktionen des Systems herauszufordern. Gleichzeitig erleben wir in unserer Gesellschaft zurzeit eigentlich das Eindringen von Spielmechaniken in ganz, ganz viele gesellschaftliche Bereiche. Und da ist es oft viel, viel konkreter. Ich würde gerne mal das zweite Beispiel aus YouTube einspielen. Ein Beispiel aus der finnischen Nationalbibliothek. Vielen Dank. Was wir hier also sehen, ist ein Spiel von der finnischen Nationalbibliothek zur Überprüfung des Scans ihrer Bücher. Also das war im Rahmen der Digitalisierung der Buchkultur erfunden, um zu schauen, wo sind eigentlich fehlerhafte Scans entstanden. Und dadurch, dass sie immer wieder Leute diese Takes überprüfen lassen, spielerisch überprüfen lassen, können sie dann irgendwann die fehlerhaften Scans aussortieren. Wir haben gesehen, es ist eine relativ simple Spielmechanik, erinnert so ein bisschen an Lemminge oder sowas. Ne? Ist das eigentlich, und das ist etwa das, was man als Gamification bezeichnet, also den Einsatz von Spielmechaniken, in diesem Fall in einem Arbeitszusammenhang, für den man früher eigentlich eine Herrscher an Korrektoren gebraucht hätte. Ist, daraus leiten dann eben Leute wie McGonagall oder Eric Zimmerman ab, dass wir uns ins ludische Jahrhundert bewegen, also in das Jahrhundert des Spiels, in dem immer mehr Bereiche unseres Arbeitsalltags genau in dieser Weise strukturiert werden und Arbeitskraft gar nicht mehr bezahlt wird, sondern durch Unterhaltung neu abgeschöpft wird. Nicht? Denn niemand, der das gespielt hat, hat da Geld für bekommen, sondern er hat im Prinzip nur den Spaß des Spiels bekommen. Ist das eine besorgniserregende Tendenz, das ludische Jahrhundert? Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, ob, also, oder mich würde interessieren, wie lange Leute tatsächlich dieses Spiel spielen. Ich glaube, nachdem man mit diesem Gag, das irgendwo dann noch ist, erstmal durchschaut hat, hören die Leute, glaube ich, auch auf. Also es lebt dann bestenfalls davon, dass immer wieder neue dazukommen und es so ein bisschen viral geht. Die Game Studies sind in diesem Gamification-Diskurs, die sind auch schon ein bisschen weiter, da würde man sowas wahrscheinlich unter Pointification subsumieren. So. Also der Versuch, einfach, indem man Leute einfach Punkte gibt, was machen zu lassen. Das macht ihr ja auch ein bisschen, das ist auch kurzfristig super. Ich habe das auch in Seminaren mal erprobt, dass man einfach Studenten für Wortbeiträge Punkte gibt. Es funktioniert super zunächst, bis die dann irgendwann durchschauen und entweder merken, halt, naja, ich habe dann die Punkte, aber bringt mir jetzt auch nichts, kriege ich nichts für, nutzt mir für meine Unikarriere nichts. Oder andere merken halt, vielleicht klappt es auch, wenn ich irgendwas sage und melden sich und sagen, ja, ich habe gar nichts zu sagen, aber ich hätte gern einen Punkt. Und andere finden das dann doof, melden sich, ja, hier, ich finde doof, dass der einen Punkt bekommen hat. Und dann, also solche Systeme sind recht instabil und die Gefahr liegt wahrscheinlich darin, dass es trotzdem so ein Gamification oder dann halt dieses Gamification missverstanden als Pointification so ein Boom losgetreten hat, auch so in der Betriebswirtschaft, dass man halt denkt, naja, also irgendwie das Betriebsklima stimmt nicht und die Leute arbeiten nicht effektiv genug, dann geben wir denen jetzt halt mal Punkte. Aber wenn halt die Unternehmenskultur einfach toxisch ist und nicht gut funktioniert, dann bringt wahrscheinlich auch diese Form der Gamification nicht. Da muss man dann schon genauer hingucken, da muss man genauer analysieren, was
läuft hier eigentlich schief? Welche Strukturen möchte ich reparieren durch Spiele? Und welche Regeln sind da sinnvoll? Und das ist, glaube ich, das sind in den seltensten Punkten Punkte, also in den seltensten Fällen Punkte. Also da kann ich endlich einmal am Pendel dagegen sein. Nämlich insofern, dass ich glaube, dass das, wenn es richtig gemacht ist, für Tage gespielt wird von einzelnen Leuten, ohne Unterbrechung und ohne essen zu gehen. Und es hängt eben genau wieder nur davon ab, und deswegen sehr richtig von dir mit den Punkten am Schluss, was die Punkte bedeuten. Wenn ich einfach Punkte vergib dafür, dass das jetzt das Wort irgendwie entsprochen hat, keine gute Rückmeldung. Aber wenn ich da genau schaue, im Verhältnis zu allen anderen Spielern, wie schnell war ich beim Eingeben des Wortes, dann ist die Rückmeldung viel interessanter und dann fängt es an, ich habe es geschafft, dann kommt dazu, dass ich lerne, die Tasten zu benutzen. Dann, und in dem Moment verhundertfache ich das. Und das ist ja, ich würde es ja umgekehrt sagen, ich würde sagen, unsere Gesellschaft funktioniert so schnell und intensiv und mit der ganzen Optimierung, die wir fühlen, weil die Gamification eh schon so weit ist. Und jetzt durch die technischen Möglichkeiten wird sich das tatsächlich, also ich würde das unterschreiben, das wird sich nochmal verdichten, weil es einfach immer optimierter wird, weil man immer mehr Spaß dafür kriegt. Und ob ich jetzt was mache, weil es lustig ist oder weil ich Spaß habe, Geld zu kriegen, ist für mich egal. Also ich bin jetzt nicht jemand, der mehr Spaß daran hat, einen Geldschein eingesteckt zu haben. Da geht es ja im Prinzip zu einem Teil darum, Essen zu kaufen, aber zum großen Teil auch darum, eine Bewertung zu kriegen für eine bestimmte Handlung. Aber ich glaube, da muss es auch tatsächlich cleverer konstruiert sein als das, was wir da gerade gesehen haben. Selbst wenn dann Leute Tage dran spielen, sind es immer nur noch Tage und die Bibliothek wird ja wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten und Jahren Dinge scannen. Und wenn das dann so ausläppert und dann vielleicht im Monat noch so 100 Leute irgendwie ein paar Minuten am Tag spielen, bringt das nicht mehr viel. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo es tatsächlich funktioniert, aber dann eben anders. Wikipedia war ja heute, wurde auch schon angesprochen, da gibt es ja auch so Pointification-Ansätze, die aber ein bisschen cleverer sind, weil dann einfach Menschen dafür, dass sie in den, also dass sie moderieren, dass sie kontrollieren, sowas wie Reputation kriegen. Und das hat dann plötzlich, das sind dann nicht mal einfach leere Punkte, sondern es ist wirklich, dann hat auch einen sozialen Faktor. McGonagall nennt das in ihrem Buch dann auch Fiero, dass man so ein Stolz tatsächlich entwickelt auf das, was man erreicht hat. Und das funktioniert aber am besten immer im Kontext mit anderen Menschen, die einen quasi die Punkte geben und nicht so ein System, was halt einfach sagt, so super, du hast jetzt 100 Wörter in 15 Minuten richtig abgetippt und kriegst 100 Punkte, die nichts bedeuten. Kurz zur Ehrenrettung. Der Maulwurf bewegt sich natürlich durch unterschiedliche Landschaften und wir haben gestern bei Crytek ja auch gelernt, exotische Orte sind wichtig, um uns dann am Ball zu halten. Also die Brücken, die führen dann eben auch irgendwo hin. Aber Friedrich will darauf reagieren. Ist das ein Teil des kulturoptimistischen Projekts, dass Spiele unsere Welt glücklicher machen und in solchen Formen natürlich große Mengen, also das war in der Tat sehr erfolgreich, das Projekt, also das ist sozusagen eine Mechanik für Crowdsourcing, nicht? Also eine Mechanik dafür, Leute an ein Projekt zu bringen, die man in dem Quantum wahrscheinlich gar nicht sonst zusammenbringen würde. Ist das kulturoptimistisch? Also ich glaube, das, was Lev gesagt hat, ist ganz interessant mit einem Unterschied. Es ist mir nicht egal, ob ich Geld in die Tasche kriege oder ob ich einen sozialen Reward bekomme. Ich glaube, genau dort muss man genau hinschauen. Ich glaube, genau dort geht es darum, das wurde heute ja auch schon gesagt, dass sich die Gesellschaft sehr auseinanderfächert und wir sehr viele Kleingruppen von Leuten haben, wo kein Mensch weiß, was die eigentlich super finden und wie die eigentlich ihre Nachmittage verbringen. Und ich bin mir sicher, wenn es in einer Klasse von 12-Jährigen dieses Spiel die richtige Person reinbringt, dann wird das über Jahre gespielt und dann wird über Jahre über dieses Spiel dargestellt, wer gerade hip ist und wer nicht. Das kann durchaus passieren. Das hat dann viel weniger damit zu tun, ob dieses Spiel so gut gemacht ist. Weil alles, was das Spiel nicht kann, das bauen die Leute selber ein. Und deswegen finde ich es total wichtig, und da stolpern wir als Kulturoptimisten über unsere eigenen Füße, damit dass die Leute anfangen, sich an diesen Systemen zu reiben. Und dass es sehr wichtig ist, kreativen Umgang mit Systemen und kreativen Umgang mit Spielen zu unterstützen und auch in eine Form zu bringen, wo das den Leuten immer und immer wieder begegnet. Und da ist natürlich dann die Frage, und die fände ich hier äußerst interessant zu diskutieren, vielleicht auch nachher beim Bier, wenn man das öffnet und sagt, ja klar, kommt mit euren eigenen Regeln, ist das dann positiv oder muss man es so stark
quasi festmachen, dass die Leute gar nicht anders können als ausbrechen. Also glaubst du jetzt zum Beispiel, dass das mehr Mehrwert hat, wenn die Leute von sich selbst quasi da rauskommen oder wenn man so einen Bereich macht, wo man sagt, okay, und hier müsst ihr jetzt selber eine Regel machen? Also die einfache Antwort habe ich da nicht drauf, aber eine gute fürs Thema. Und zwar, wir fragen uns ja eigentlich immer, warum muss denn jetzt eigentlich das Spiel im Theater sein? Also es ist gewesen und es ist 2 Tage diskutiert worden, aber man könnte es auch einfach trennen, die Spieler spielen eh und die Spiele finden statt und man muss das jetzt nicht im Theater machen. Und ich glaube, da findet die Antwort jetzt, glaube ich, den Platz. Und zwar, es ist ein verdammt guter Ort, Spiel im Theater zu spielen, weil wenn ich am Theater ein Spiel mache, dann alles, was ich mit Regeln mache, ist die komplette Freiheit zu beschränken. Aber prinzipiell haben alle Spieler mal alle Freiheit, in jede Richtung zu gehen und in jeden Wahnsinn zu treiben. Und da kann ich wegschneiden davon, aus diesem Möglichkeitsraum. Aber beim Computerspiel kann ich jede Möglichkeit muss ich dazu bauen. Und das ist natürlich eine irrsinnig kleine Form der Möglichkeiten. Und deswegen ist das Theater, wo eben live jetzt was stattfindet, genau das, wo sich's abgrenzt zum Film, dass es jetzt stattfindet im Moment, das ist genau das, was es braucht, so ein Spiel. Und deswegen, ich glaube, es wird ganz sicher mehr hineinwachsen, weil da hat man die Leute, ich kann eine Mafia-Welt bauen, so wie wir, das war ja super, man kann endlich nicht ein halbes Jahr lang mit einem, wie das gestern bei Crytek auch war, also mit computergesteuerten Wahnsinn versuchen, irgendeine Bewegung nachzumachen, sondern denen sagt man, ihr seid so echt Mafia. Und die sind so Mafia, dass es, also viel lustiger natürlich, in so einer Mafia-Welt zu sein, und die Leute sind ja reingekippt in der Unterwelt, die waren ja im Verbotenen, die waren alle bei dem Kakerlakenspiel im verbotenen Raum der Mafia und vollständig im Gehirn bis da oben. Also vielleicht doch mit so einem positiven Moment direkt ins Publikum gegangen, Theater ist der richtige Ort für Spiele, ist die These. Gern jetzt weiter den Ball ins Publikum gespielt, gibt es Fragen an die Teilnehmer? Ja, und zwar an die beiden, die das in Freiburg gemacht haben. Habt ihr euch auch auf dieses erlebnispädagogische Format Stadt der Kinder bezogen oder deren Erfahrungen einbezogen? Nee, was ist das? Also das, was ihr gemacht habt. Also, vielleicht noch 2, 3 Sätze zu Stadt der Kinder. Ich glaube, das ist Stadt der Kinder, ich kenne es jetzt nicht, kann es jetzt wirklich nur, kenne es nur oberflächlich, aber es ist eben ein Format, wo Kinder Stadt spielen können. Ich habe es jetzt vor 15 Jahren im Fez mal mit meinem Sohn mitgemacht. Und es war das, was ihr gemacht habt, nur dass es sich über 2, 3 Wochen hinziehen kann. Und man geht hin und die Kinder können arbeiten und Bürgermeister wählen. Und also was ihr gemacht habt im Prinzip. Also leider habe ich das nie spielen dürfen. Ich kann aber insofern haben wir das einbezogen, unbewusst, weil ich mir schon oft gedacht habe, warum darf ich nicht? Mich interessierte das bewusste Einbeziehen, einfach weil ich mich jetzt gerade an der Stelle gefragt habe, habt ihr einfach das Rad jetzt 2-mal erfunden? Also ist ein tolles Rad, Rad ist toll so, hat mich jetzt einfach nur interessiert, ob ihr es wirklich neu erfunden habt. Also dazu kann ich nichts sagen, weil ich leider nie mitspielen habe dürfen, weil es ist beschränkt, es dürfen nur Kinder mitspielen. Dort, wo ich zumindest erfahren habe, wo es möglich ist, ich weiß nicht, ob das Gleiche war. Ja. Um mal reinzugrätschen, es gibt ja zum Beispiel auch schon seit Jahrzehnten Live-Rollenspiel-Conventions, wo im Prinzip was ganz Ähnliches stattfindet. Meist mit rigideren Regeln, aber auch da wird das ganze Spektrum abgedeckt von so Story-Cons, wo wirklich die Leute mit von NPCs, von eingescripteten Events zum nächsten gekarrt werden, aber dann auch wirklich, dass man einfach ein Dorf aufbaut und da Dorfleben spielt und da auch sowas passiert, wie Leute werden gemeuchelt, Geld wird geklaut, irgendwie in der Taverne ist Party. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt und es irgendwie aufgegriffen oder euch mit Leuten da geredet oder in Bezug gesetzt? Nee, also wahrscheinlich haben wir unbewusst natürlich ganz viel aufgenommen. Also ich glaube, so die Suchrichtung war, sozusagen die ganze Komplexität der Welt draußen irgendwie in eine Form zu bringen, die für uns handelbar ist. Und in dem Sinn waren wir schon relativ rigide. Also es gibt ein sehr, sehr langes Skript, wo dann sagen in 20 Unterpunkten aufgelistet wird, was passiert wie, was macht was. So. Und das waren aber letztendlich immer sagen so Fragestellungen aus,
wo wir uns dann, glaube ich, einmal an praktischen Problemen abgearbeitet haben. Also wie löst man Problem X mit dem Essen oder mit dem Geldverdienen? Und dann gab es quasi, also neben diesen praktischen Problemen, glaube ich, so inhaltliche Probleme, wo wir über inhaltliche Punkte, also welche Rolle soll Geld spielen? Also ist Geld gut oder nicht gut? Wollen wir mit Geld arbeiten oder wollen wir ohne Geld arbeiten? Und daraus dann quasi für uns konzeptionell weitergearbeitet. Aber wir haben das Rad neu erfunden. Also oder wir haben sagen jetzt nicht irgendwie eine Vorlage genommen und dann geguckt, wie haben die es gemacht, sondern wir haben letztlich sagen auf dem weißen Papier angefangen und haben ja uns die Welt auch gebaut. Und das ist über 2 Jahre auch, hat sich sehr verändert. Also wie gesagt, von den 20 Tonnen Sand mit den Goldnuggets drin, am Ende, das waren mal 100.000 PET-Flaschen und so weiter. Nur ganz kurz ein Satz dazu. Mhm. Wir waren natürlich sehr nah dem Live-Rollenspiel und haben uns deswegen sehr häufig auch in dem Gedanken dort bewegt. Aber wir unterscheiden uns so, wie sich 2 Liebesfilme unterscheiden. Also es ist natürlich im Detail, hängt es dann davon ab, wie vielfältig ist die Möglichkeit der Spieler und wie echt ist die Erfahrung. Ich finde es vor allem, was gibt sagen auch das Haus her? Also sagen, wir haben es natürlich für das Haus Freiburg gemacht mit der ganzen Architektur, die dann da war. Also muss man sich vorstellen, das Theater steht in der Mitte der Stadt und wir haben für 24 Stunden einen Zaun rundherum gebaut und in diesem Vorhof eine Welt und dann gab es eben noch eine Unterwelt und so. Und das war sehr vom Theater auch sagen abgerungen oder sagen auseinandergesetzt, wo können wir was machen und was bietet sich an und so. Ich finde es vor allen Dingen sehr spannend, dass Spielmechanismen sich sehr gleichen. Also letzten Endes, was ihr gemacht habt, also bitte nicht böse sein, aber was ihr gemacht habt, war eigentlich Dschungelcamp mit intellektuellem Überbau. Und es ist so, dass sozusagen die Leute, die jetzt da im Theaterpublikum waren, vielleicht jetzt nicht im Verdacht stehen, so die totalen Dschungelcamp-Fans zu sein und umgekehrt. Aber letzten Endes merkt man ja, dass das Spiele oder was man so spielt und dass die Leute auch spielen wollen, das ist ja eigentlich das total Spannende. Und habt ihr euch mal damit beschäftigt, sozusagen, wie man dadurch auch eventuell Leute erreichen kann, die jetzt vielleicht nicht den Hamlet gucken, aber dadurch reingezogen werden in so eine Theaterwelt auch. Naja, sag mal so, aber danke für das Dschungelcamp. Also natürlich war Dschungelcamp ein ganz großer Begriff, um es irgendwie auch plastisch zu machen, weil wir hatten natürlich ein Riesenproblem, wie kriegst du das überhaupt vermarktet? Und letztlich sagen, muss man sagen, alle Vermarktungsmechanismen sind gescheitert, bis zu dem Punkt, wo wir das Dorf oder die Welt aufgebaut haben. Also war mit einmal so ein massiver Eingriff innerhalb der Stadt, das hat so viel Aufmerksamkeit gezogen, wir hätten uns alles andere sparen können. So, also, ja. Meine Frage bezieht sich, ob das jetzt übertragbar ist, also das Prinzip, was ihr gemacht habt, ist das jetzt sozusagen ein Stück, was man übertragen könnte, was ihr relativ schnell irgendwo anders machen könntet? Und die zweite Frage ist, ob das dann auch digitalisierbar wäre, im Sinne von, dass ihr irgendwie... Oder dass im Netz vielleicht noch ein Element dazukommen könnte oder so? Ja, haben wir viel darüber nachgedacht, auch über abgespeckte Formen. Wie kriegt man es einfacher? Wie kriegt man irgendwie Form, dass man es vielleicht möglicherweise danach weiterspielen kann? Über sowas haben wir nachgedacht. Sag mal so, erste Frage. Wir denken natürlich darüber nach, sagen auch mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt haben, es wiederzumachen. Aber ich sag mal so, es ist natürlich auch der Wahnsinn. Es ist sagen, und es ist nicht innerhalb von 3 Wochen jetzt mal gesagt, okay, mach das mal in 3 Wochen da. Da ist sehr viel Vorbereitungszeit auch vonnöten. So, letztlich würden wir es aber, glaube ich, trotzdem sehr, ich glaube, diese konkret körperliche Erfahrung, dass ich tauche als Zuschauer in eine Welt ein. Alle hatten am Anfang, also mit Spielbeginn, haben sie weiße Anzüge gekriegt, diese Maleranzüge, quasi als unbeschriebene Blätter. Und damit tauche ich in das Spiel ein und ich suche mir mit meinem Dorf, mit meinem Clan, suche mir mein Leben in diesem Ding. Also ich glaube, diese konkrete Erfahrung würde ich ungern sagen jetzt digitalisieren. So, also in dem Sinn, es gab 24 Stunden einen Livestream nach draußen, daraus ist sagen auch der Videomitschnitt entstanden. So, aber das Coole ist schon wirklich, dass man es konkret in diesem Theaterraum macht, so, oder in einem Raum. Ich wollte nur ganz kurz noch was dazu sagen. Wenn man so Theater kennt, dann sagt man, na gut, wir bauen 2, 3 Sätze um und dann läuft das irgendwie woanders oder wir schieben Sachen hin und her. Bei Spielen ist das
sehr, sehr oft so, dass man eine kleine Sache verändert und es kommt was komplett anderes bei raus. Und wirklich eine kleine Sache, wie zum Beispiel, wir machen genau dasselbe nicht in Freiburg, sondern in Berlin. Und es wird was komplett anderes bei rauskommen. Und egal, wo man hingeht, es wird was komplett anderes bei rauskommen. Selbst wenn ihr es 3 Tage gemacht hättet, bin ich mir sicher, hättet ihr 3 komplett verschiedene Erfahrungen gehabt. Wenn es gut gemacht ist. Wenn es gut gemacht ist, genau. Die können gut und schlecht sein, die Erfahrung. Aber ich glaube, alles, was so ein gewisses Maß an Freiheit bei den Leuten behält, da kommt dann ganz viel sozialer Kontext mit rein. Es kommt ganz viel, was sind die Sachen, die die Leute davor gegessen haben, mit rein. Es, also wirklich, ich übertreibe jetzt ganz dezent mit dem davor gegessen. Aber es sind so viele Variablen, die das Ganze komplett verändern, dass es eben wirklich ein großer Unterschied ist, ob man es mit Kindern macht oder ob man es mit Leuten macht, die normalerweise ins Theater gehen. Auch wenn das der einzige Unterschied ist, ist es ein Riesenunterschied. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig im Kopf zu behalten, dass es, dass diese kleinen Variablen wirklich ganz, ganz große Veränderungen vorrufen können bei solchen Dramaturgien. Richtig, Friedrich, aber was nicht dagegen spricht, dass natürlich die Struktur, die Frage, wie man ein Wirtschaftssystem aufbaut, wie weit man mit einem Kreditsystem arbeitet, wie weit man dubiose Anreize schafft, wie weit man Leute einlädt, eine politische Struktur sich zu geben, das scheint mir transportabel zu sein, weil das macht ja sozusagen das Gameplay aus und wie das gefüllt wird, da hast du völlig recht. Das ist natürlich an jedem Ort, keine Ahnung, ja, wir haben ja auch den Sozialismus probiert, da sind wir gnadenlos dran gescheitert als Dorf. Das hätte vielleicht anderswo besser funktioniert. Ja, aber vielleicht nicht, vielleicht nicht im Internet. Also das Internet funktioniert ja auch politisch nochmal komplett anders. Das kann man bei Twitch Plays Pokémon zum Beispiel wahnsinnig gut sehen, wenn das jemand kennt. Wenn nicht, dann kann man das nachschauen. Das ist voll super. Mal eine Frage, habt ihr Erfahrungen mit Echtzeit-Strategiespielen wie zum Beispiel Age of Empires oder so, ob es sowas auf der Bühne gibt? Aber ich habe das zum Beispiel früher mal gespielt, wo man sozusagen so eine Landschaft hat, die immer weiter wächst und hat das immer als so eine Art von Spiel wahrgenommen, in dem also Effektivität und Produktivität und auch Multitasking eigentlich eingeübt werden und eben auch eine Form von Regelkonformität. Und die ja eigentlich der Art von Theater, also als Ort der Verschwendung, im Gegensatz zum Spiel als Ort der Effizienz ein bisschen widerspricht. Und das würde mich interessieren. Ich würde sagen, würde ich machen wollen. Also ich glaube nicht, dass sich das in irgendeiner Weise widerspricht. Jetzt auch Spiele nicht als Orte der Effizienz bezeichnen, wo ihnen ja eigentlich schon immer Zeitverschwendung vorgeworfen wird. Aber klar, Computerspiele funktionieren oft nach so Optimierungssystemen. Ja, aber das Coole an den Spielen oder jetzt sagen auch Freiburg ist, dass du deswegen die festen Regeln haben ja den Vorteil, dass du wirklich ausprobieren kannst. Also du kannst mit einmal sehen, was passiert, wenn ich die Steuern auf 20% oder 30% hochsetze oder runtersetze. Also du kannst mit einmal, was du nie, oder du kannst Bürgermeister werden für 2 Stunden bei uns. Das sind so Möglichkeiten, die du nie draußen machst oder die 1% machen. Und mit einmal kannst du sehen, okay, wenn ich das mache, was hat das für Konsequenzen? Also ich denke mit einmal über politische, ökonomische Zusammenhänge nach und ich glaube, das würde ich als den ganz großen Pluspunkt sagen, von solchen Spielformaten ansehen. So. Gibt auch ein schönes Beispiel aus dem Computerspielbereich noch. Ich weiß nicht, EVE Online kennt ihr, ne? Also auch wer World of Warcraft kennt, kennt im Groben und Ganzen EVE Online, nur dass es im Weltraum mit Raumschiffen spielt und von den Regeln weitaus weniger rigide ist. Also die Entwickler haben sich irgendwann dafür entschieden, Schummler und Mogler einfach nicht mehr zu sanktionieren. Seitdem passieren da ganz viele schräge Sachen. Wirklich massive Raubzüge, Betrug, es ist toll. Da, ja, da werden teilweise Realgeldbeträge von 100.000 Euro von einer Corporation, was da gilt, sind, zu anderen durch Überfälle im Prinzip transportiert. Also Leute klauen sich in-game richtig viel Geld und die Firma hat sich einen Wirtschaftswissenschaftler angestellt, der eigentlich die ganze Zeit nur das Wirtschaftssystem dieses Spiels beobachtet, analysiert, immer mal wieder irgendwie Statistiken veröffentlicht und womit die das zumindest so ein bisschen versuchen zu kontrollieren, damit es nicht total auseinanderbricht. Aber im Großen und Ganzen machen die Spieler da auch, was sie wollen. Und das Spiel wird mittlerweile auch so beworben. Hier haben wir einen wirklich emergenten
Spielplatz und nicht wie bei WoW, wo es dann im Endeffekt darum geht, irgendwie Theory Crafting zu betreiben, also sein eigenes Spiel so weit zu optimieren, dass man dann den letzten Gegner auch noch platt gemacht hat und wie jetzt vor kurzem jemand aus der Ukraine irgendwie alle 2000 Achievements in dem Spiel erreicht hat mit Tagen von Spielzeit. Gibt's noch weitere Fragen? Ansonsten nehme ich den Punkt mit, dass wir kreativ spielen sollen, die Grenzen der Spiele testen sollen, schauen, wie das Regelsystem auf uns reagiert. So eng, wie wir manchmal glauben, ist es gar nicht. Es ist nicht nur der Maulwurf, der läuft, sondern die Spiele sind komplexer geworden. Und gerade im Theater, im lebendigen Raum, brauchen wir uns nicht damit abzugeben, dass wir Avatare simulieren und da geht schon die Hälfte in Visualität rein, sondern wir können uns darum kümmern, wie Handeln strukturiert wird, wie Handeln auch kreativ Regelsysteme verändert. Allerdings sollten wir nicht so weit gehen, zum Cheater zu werden und dann das System aushebeln und nur noch per Bankraub glauben, dass wir dadurch Regiodrom durchgehen. Ich würde vielleicht Markus bitten, einfach später im Gespräch weiter zu sein, weil ich glaube, wir sind jetzt am Rand der Zeit angekommen. Ja. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir jetzt gleich die Performance von Maschek haben nach einer halbstündigen Pause. Dann noch ein Panel zum Remix. Dirk von Gehlen ist dabei. Die Digitale Gesellschaft als Partner hat das Panel organisiert. Da sind wir sehr froh. Gibt es nochmal schöne Diskussionen, vielleicht auch einen Bogenschlag zu heute Vormittag. Ich danke erstmal den Panelisten. Und jetzt gibt es die Auswertung des Spiels. Die Gesellschaft für Kulturoptimismus wird den Sieger küren. Und eine kleine Badge gibt es auch.